Ja, ich denke, wir können loslegen. Hallo, alle miteinander. Ich heiße Paul Britzke und bei mir ist Harry van Rossum, mein Kollege aus den Niederlanden. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb wir diese Session in Englisch und nicht in Deutsch abhalten. Ich sehe viele Gesichter, sechs neue, zwei Kollegen und Partner. Und sprechen wir heute über Composable Commerce. Die Stürme im Wasserglas des Commerce beruhigen. Wir haben wir ja jede Menge Vorträge schon zu Composable Commerce hier auf dem Print Day gehört und deshalb wollten wir mit dem Wortspiel Composable Commerce einfach mal unsere Sichtweise dazu beisteuern, wo die Dinge schieflaufen, was man besser machen kann. Wie gesagt, Harry ist bei mir aus den Niederlanden. Er ist der Country Manager für die Benelux-Länder, war bei Sitecore, Bloomreach, Content Surf. Wo bist du nicht gewesen? Bei Microsoft. ja. Und du hast gesagt, die Leute sollen sich mal fragen, ist diese Funktionalität wirklich nötig? Wollen wir das wirklich haben? Könntest du da was mehr zu sagen? Ja, ich bin in der Beratung und im Vertrieb über die letzten 20 Jahre tätig gewesen und ich sehe also sehr viele Entscheidungen, und ich bezweifle, dass sie aus den richtigen Gründen getroffen wurden. Ja, wir können das und das und das leisten. Und wenn man dann fragt, was wollen Sie damit machen oder was wollen Sie damit erreichen? Nehmen wir mal das Wort Headless. Also wenn man jetzt über Composable spricht, dann ist das ein wahnsinniger Hype und viele Firmen, die sich den ROI anschauen. Ich sage nicht, dass das nicht richtig ist, aber ich denke mal, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, um da wirklich das meiste rausholen zu können. Und was Paul gesagt hat, wir sind so der Einzelkämpfer, denn wir sind E-Commerce-Leute und die anderen kümmern sich um Print. Und da fragt man sich, warum sind die überhaupt da? Wenn ich die Keynote richtig verstanden habe heute Morgen, dann geht es doch darum, was der Kunde mit dem Katalog erreichen will. Also große Kataloge, kleine Kataloge, Personalisierung. Das hat ja E-Commerce über die letzten 20 Jahre schon geleistet, und zwar online. Das heißt, wir haben viel, viel Interaktionen, viel Kohäsion zwischen den beiden Kanälen. Und um das tun zu können, muss man erstmal die richtigen Produktdaten zu haben. Deshalb ist PIM ganz wichtig. Was wir machen, da wollen wir Sie einfach in diesen 40, 45 Minuten mal mit auf die Reise nehmen. Wie liefern wir das unseren Kunden? Denn wir sind ein Commerce, PIM, Online, Lösungsintegrator mit Druck. Mit diesem Wissen und diesem Hintergrund wollen wir einfach ein paar Dinge Ihnen erzählen. Vielleicht nehmen Sie ein paar Ideen mit, oder vielleicht sagen Sie auch, naja, was wir haben, ist schon ganz in Ordnung. Das ist das Ziel für heute. Wir sind ja nicht in der großen Gruppe hier. Das heißt also, wenn Sie Fragen zwischendurch haben, unterbrechen Sie uns. Ich liebe Dialog und den Austausch von Erfahrungen. Ja, vielen Dank, dass du das Thema eingeleitet hast. Du hast ja Headless schon gesagt. Braucht man diese Funktionalität wirklich? Das hat auch mit meiner Aufgabe zu tun, nämlich dass eben sein Geschäft zwar empowern soll, aber viele Kunden sagen, können Sie Headless unterstützen? Das ist seit den letzten 3, 4 Jahren so. Und ich frage dann immer, warum brauchen Sie denn Headless überhaupt? Und dann haben die gesagt, ja, das haben die Marketingleute gesagt, ja, dem Marketing wollen das. Kurz zu mir. Sie haben sich ja vorgestellt, ich sitze in Berlin, ich bin der Dachmanager, habe da erst studiert, dann habe meinen Master da gemacht, ne, und meine Mutter hat gesagt, das ist keine gute Idee, aber ich sitze jetzt nach Berlin verzogen, wo wir letzten September unser Büro eröffnet haben. So sitze ich jetzt nämlich in Berlin. Und Dynamic Work kommt aus der Dänemark. Die sitzen 2 Stunden nördlich von Flensburg in Aarhus, der zweitgrößten Stadt. Und da sitzen auch noch viele unserer Kollegen. Die Struktur unseres Auftrages hast du ja schon kurz angesprochen. Das sind die Bullet Points, die Stürme der Commerce-Plattforms, die Rückschläge, warum Composable Sinn machte, welcher Experience-Stack richtig ist und für wen der richtig ist.
dann natürlich, welche Reise wir mit Dynamic Web erledigt haben, nämlich über die 5., 6. Jahre sind wir ja schon wirklich vom Perpetual zu On-Premise bis zu Cloud und, gereist. Also das ist eine Riesenreise gewesen. Wir haben ja als ein reines CMS-System angefangen, sind dann Suite geworden und in den letzten paar Jahren haben wir aber die Türen auch für die anderen Trends geöffnet. Und dann wird es auch ein paar Erfolgsgeschichten geben mit unseren Webkunden und wie Harry schon gesagt hat, zum Schluss einfach Fragen stellen, auch Zwischenrufe sind gerne erwünscht. Wenn wir noch Fragen haben, können wir dann nachher diskutieren. Ja, wir haben uns für heute vorbereitet und dann haben wir uns gefragt, wie baut man sowas aus und was passiert einem dann? Ich glaube, dass die digitale Transformation nicht einfach ist. Ich glaube auch, was ich gesehen habe, ist, dass die meisten E-Commerce-Projekte aus dem Budget rauslaufen, zu lange oder zu lange dauern. Und wenn sie fertig sind, das nicht liefern, was sie eigentlich sollten. Wenn man aber 18 Monate lang im Prozess drin ist und man gedanklich schon also wirklich 18 Monate weiter ist und die Organisation sich weiterentwickelt hat und die Märkte der Kunden sich 18 Monate weiterentwickelt haben, dann sieht man nachher vielleicht wie dieses Schiffwrack hier aus. Das ist auch eine der Sachen, die wirklich wichtig sind. Wenn man Commerce- oder PIM-Projekte startet, jetzt mal für diesen Vortrag oder Personalisierungsprojekte, und dann sagt, ja, jetzt, dann braucht das Zeit, bevor man live gehen kann. Und in der Zwischenzeit verändert sich die Welt einfach. Und da muss man einfach versuchen, einfach mal nach vorne zu blicken, 2 Jahre den Zeithorizont im Blick zu halten. Ist das dann wirklich noch passend zur Organisation? Wenn ich eine Best-of-Breed-Lösung wähle, dann kriege ich viele verschiedene Anbieter ins Boot, viele Akteure, die mir meinen Traum realisieren wollen, aber das kann auch politische Auseinandersetzungen mit sich bringen. Denn wenn es schief geht oder das nicht leistet, was es soll, dann fängt man mit dem Zwinger aufeinander an zu zeigen. Und das sehen wir auch bei schlichten Projekten, also bei Dynamic Web, selbst bei einfachen E-Commerce-Projekten geht dann das mit dem Fingerzeigen los, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja. Definitiv. Aber auf der technischen Seite, je mehr die unterschiedliche technische Tools man an Bord bringt, desto schwieriger wird die Integrationsfrage. Die müssen ja, als Firma oder als Organisation muss man sich auf die Geschäftsdaten verlassen können, die da rausgespuckt werden. Und wenn die Firma sich ändert, dann ändert sich auch die Integration. Kann man sich dann da noch drauf verlassen? Das sollte ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Und dann sollte man auch diskutieren, sollen wir denn überhaupt diese vielen Anbieter haben wollen oder sollten wir uns lieber so eine All-in-One-Lösung, eine Business Suite anlachen, wo also der gesamte Stack von Anfang an in einer Architektur gemacht wird, in einer Struktur vorliegt und man weniger Integrationsprobleme hat. Es gibt für und wider, ja, Best of Breed, PIM, CMS, was auch immer, aber so viele Projekte müssen dann auch einzeln gemanagt werden. Partner, die Schuld tragen können, wer unterstützt nachher die Lösung, wenn sie live gegangen ist. Und das für und wider, das werden wir, glaube ich, gleich noch ansprechen. Aber du hast doch Beispiele mitgebracht. Ja, das ist wieder die Frage, wenn man auf Konferenzen ist und dann so Impulsreferate hört, dann hört man Fragen, ja, wenn wir mal rechts und links schauen, dann sitzt die Firma links da, die ist dann beispielsweise nach ein paar Jahren gar nicht mehr im Geschäft. Wer hat also da den Anschluss verpasst über die letzten Jahre, fragt man sich. Und welche Logos sind nicht mehr da? Office Center gehört zu solchen, die den Anschluss verpasst haben. Sie sind von den niederländischen Investoren von Staples übernommen worden aus den USA. Wir haben mit 32 Läden angefangen, vor Corona war das. Und diese Firma hat also absolut bei der digitalen Transformation den Anschluss verpasst. Sie hatten mehrere Lösungen, teure Enterprise-Lösungen in der Organisation.
Tatsache ist aber, dass diese Projekte nie erfolgreich ans Laufen gebracht wurden. Anstatt dass sich der Vorstand wirklich darauf konzentriert hat, auf die digitale Transformation, hat der Vorstand expandiert und hat dann nochmal 51 Staples-Geschäfte in Deutschland übernommen. Und so sexy sehen die Läden von Office Center aus, da will doch keiner hin. Und während Corona sind sie dann eben auf dem Bauch gelandet. Man hat die natürlich nochmal gelauncht neu, aber sie sind genau in dieser Periode sind sie gestrandet. Ja, waren nicht die einzigen. Auch Toys R Us, ja, Toys R Us ist noch so ein Beispiel. Dynamic Web konzentriert sich ja hauptsächlich auf B2B-Kunden und deshalb ist es ganz schwierig, Lösungen zu finden, die B2B sind, die also wirklich zu dieser Story dann auch passen. Aber Toys R Us ist auch ein schönes Beispiel aus den USA, existiert zwar noch, aber ja, sie haben einfach nicht erkannt, dass der Markt sich um sich herum völlig verändert hat. Der Spielzeugmarkt ist quasi von einer Woche auf die andere komplett online gegangen und Toys R Us hat das einfach verpasst. Und auch in den USA, da haben wir die Beispiele von Best Buy mit den Videos, die haben das auch eben nicht geschafft, sich an den Markt anzupassen, ja. Und ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Es gibt viele Beispiele dafür, aber hier eher, um die Vorteile einer Composable-Architektur zu unterstreichen. Gestern gab es ja eine Session von Retresco, aber ich denke mal, bei dem Hype um ChatGPT und dem Beispiel mit PIM-Architekturen, wenn man eine Architektur hat, die einem die flexible Lösung gibt, Technologien, die neu entstehen, also wirklich einzubetten, beispielsweise Produktbeschreibungen mit ChatGPT, dann ist das ein positives Beispiel dafür, warum man eben eine solche Lösung haben sollte. Denn die sind immer noch da, wie Office Center, haben aber sehr, sehr spät erst mit der Digitalisierung eingestiegen, wie Galeria, beispielsweise Quelle, das sind weitere Beispiele. Ja, es gibt viele Namen, die einfach nur noch als Hülle existieren. Warum nun Composable Commerce? Ja, klar, warum Composable? Ja, es gibt Organisation wollte heute Flexibilität. Man will in der Lage sein, Teile durch andere zu ersetzen, Lösungen ersetzen, ob man Omnichannel arbeiten will oder in Social Media was machen will. Man will nah am Markt dranbleiben und deshalb ist Composable wichtig. Man sollte aber auch nicht vergessen, die Frage, bin ich überhaupt für Composable als Organisation schon bereit? Was heißt denn nun Composable überhaupt? War die Frage aus dem Auditorium. Ja, wenn ich diesen Stuhl hier beispielsweise auseinandernehme, der ist auseinandernehmbar, ja, kann in seine Einzelteile zerlegt werden. So sehen wir das heute oder die Marketeers sehen das heute so. Kann ich denn auf einem Stuhl ohne Beine sitzen? Nee, kann ich nicht. Also unterschiedliche Komponenten, ja, genau, Bestandteile. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn man einen Kunden fragt und die sagen, ja, wir wollen Composable. Und dann muss man direkt fragen, was stellen Sie sich denn dabei vor? Was wollen Sie damit erreichen? Und viele da sagen einfach, ganz einfach, weil der ganze Markt Composable will. Ja, aber haben Sie mal darüber nachgedacht, was da für Sie dabei drin ist? 9 von 10 Mal bleibt diese Frage nämlich unbeantwortet. Und wir haben natürlich auch noch ein anderes Chart. Ich habe ja die Flexibilität schon genannt, am Markt dran zu bleiben, dann einfach zu modifizieren, Komponenten zu ersetzen. Wenn man Dynamic Web beispielsweise wählt, dann braucht man nicht unbedingt unser PIM. Man kann auch ein anderes PIM nehmen. Und dann natürlich eigentlich, es ist anbieteragnostisch, um die besten Lösungen wählen zu können. Man muss sich eben nicht auf einen Partner hundertprozentig verlassen. Und die Vereinfachung natürlich. Insbesondere wenn es um die Integrationsdienstleistungen geht, dann ist es eine Vereinfachung. Da kann man die Landschaft vereinfachen. Ja, genau. Das ist ja auch das Verkaufsversprechen.
die Vereinfachung. Aber wenn ich unterschiedliche Teile habe in einem Composable-System, das Beispiel, das ich immer nutze, ist folgendes. Wenn ich beispielsweise zwei Deutsche nehme und den einen aus Hamburg und den anderen aus Bayern und ich schließe sie in ein Zimmer ein, dann denke ich mir, ja, die können miteinander reden, aber es gibt doch ein paar Dinge, die also in der Kommunikation im Wege stehen. Und das ist für mich keine Vereinfachung, meines Erachtens. Ja, das ist das Beispiel des Stuhls, nicht? Wenn man klein ist, wenn das Geschäft klein ist, dann braucht man doch nur kurze Beinchen am Stuhl. Aber wenn das Geschäft wächst, dann braucht man einen Stuhl mit höheren Beinen. Wollen Sie dann einen neuen, ganz neuen Stuhl kaufen oder einfach nur die Beine ersetzen, ja? Und damit haben Sie also einfach dann längere Beine am Stuhl und können den ursprünglichen Stuhl länger benutzen. Also Skalierbarkeit ist da die Antwort. Das ist, glaube ich, eines der größten Argumente, expandieren zu können. Ob man jetzt vielleicht in Print gehen will oder ob man Channel mit Print kombinieren will, Kataloge automatisch produzieren will und so weiter und so fort. Dann, ja, ich denke, das Beispiel mit ChatGPT und die Bedeutung von Omnichannel-Kommunikation und Print, das haben wir ja heute Morgen alles schon erlebt in der Keynote. Eben sich anpassen zu können an schnell sich verändernde Umgebung, das ist das Entscheidende. Und dann wirklich up-to-date zu bleiben bei den Market-Trends. Ja, da kommen die Antworten. Und das ist zumindest nur eine Antwort. Es hängt doch wirklich von der Organisation an. Ich frage immer, wie sieht denn die Zukunft Ihrer Organisation aus? Haben Sie schon ein Gefühl dafür, wo Sie hinwollen und dann eben das Nötige dafür auch akzeptieren? Ich habe Kunden in den Niederlanden, die machen 150, 200 Millionen mit B2B-Geschäft, ja? Kleine, die sind nicht so sexy wie Heineken. Ja, nämlich da wollen alle arbeiten, aber sie haben die gleichen Commerce-Kanäle zu bedienen wie ein Corporate Producer, aber der hat eine Organisation. Die sitzen in keine Meide, dieser Kunde. Das ist ein Umfeld, wo jede Menge Leute Teppich herstellen. Und das ist ein Teppichhersteller. Das ist überhaupt nicht sexy für viele Marketeers. Aber geschäftlich ist das ein super interessantes Geschäft. Die machen 200 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist also ein interessanter Kunde. Aber die Kunden sind nicht groß genug für Composable Best-of-Breed-Lösungen. Denen ist viel besser mit einer Suite-Lösung geholfen. Es ist, wenn man auf Heineken blickt, ja, dann ist Composable Commerce natürlich die richtige Lösung. Aber wenn man an unterschiedliche B2B-Organisationen denkt, dann passt eine Suite viel besser. Und diese Dinge spielen da auch mit rein. Genau. Dann die Personalisierung. Mit einer Suite ist man natürlich begrenzter. Man fängt mit einem höheren Niveau an mit den Tools, aber da kommt man auch schneller an seine Grenzen, wenn man skalieren will oder Komponenten hinzufügen will. Bei einer Composable-Architektur wäre das natürlich dann viel einfacher zu tun. Dann die Partnerschaften. Vendor-Lock-In, dieses Wort gefällt dir ja nun überhaupt nicht, also die Anbieterbindung, ne? Aber mit einer Suite hat man doch nur den einen Anbieter. Ja, das ist halt eine Standardreaktion vom Kunden. Ich will kein Vendor-Lock-In, ich will nicht an einen Anbieter gebunden sein. Und dann sage ich immer, ja, Sie haben doch Microsoft. Und da haben Sie Office und da haben Sie Business Centers, ERP. Sie sind doch mit Microsoft quasi verheiratet. Und ist das kein Vendor-Lock-In? Sie haben sich einfach für einen Technologie-Stack entschieden und dann sollten Sie sicherstellen, dass diese Partner diesen Stack auch unterstützen. Und so können Sie dann auch immer eine ganz unterschiedliche Beziehung mit anderen Partnern eingehen. Am Ende des Tages ist die Technik die Basis, die Grundlage. Und der Partner macht lediglich die Lösung, die zu Ihrem Problem passt. Also für mich ist das kein Vendor-Login. Ja, es geht um Zuverlässigkeit, ganz genau. Dann die Total Cost of Ownership und Time to Market. Ja, bei einer Suite kann man sehr viele Features nutzen. Es kann ein langes Projekt sein, aber
Das ist auch mit der Total Cost of Ownership. Wenn man also wirklich nur eine Lizenz für ein Produkt bezahlt, dann ist das mit Sicherheit ein Argument. Und was, wenn man Composable hat, was ist denn dann der Gegennutzen? Ja, wir haben 1999 angefangen und haben da auch direkt composable gemacht. Unser Stack besteht aus unterschiedlichen Teilen, die man entweder als Suite benutzen kann oder die man auch vereinzeln könnte und mit anderen Dingen kombinieren könnte. Ja, wir erfüllen die Mac-Allianz-Ziele. Wir sind in der Lage, Kunden Microservices anzubieten. Wir passen auch zu den Kunden, die sagen, wir haben eine kleine IT-Abteilung und kaum Marketingleute und für uns ist eine Suite viel passender, und weil sehr viele Funktionalitäten da schon mit abgedeckt sind. Und wie war das vor 6, 7 Jahren, wo es dann auch Suiten gab? In 6, 7 Jahren wächst man vielleicht raus und dann braucht man ein komplett neues Projekt, um das aufzusetzen, während man bei Composal einfach nur eben Teile flexibel austauscht. Dann die nächsten Punkte. In der Composal-Architektur kann man sich auf Microservices und APIs verlassen. Und da hat man also Begrenzungen nicht. Ja, man muss sich auf verschiedene Standards vereinigen, OData beispielsweise. Aber da kommt man schon sehr weit mit. Ja, Dynamic Web vielleicht ein bisschen dazu. Wir kommen aus Dänemark, wir sind in den USA, Australien, Singapur, letztes Jahr auch in Berlin vertreten, hauptsächlich mit den Benelux-Ländern. Ja, wir operieren seit rund 15 Jahren in den Benelux-Ländern. Ja, ich glaube, Skandinavien, Nordamerika, das sind hauptsächlich unsere Kunden. Da haben wir noch einen Chart zu. Ja, wenn man sich die Organisation anschaut, dann konzentrieren wir uns schon auf die Nordics, hauptsächlich die Benelux-Länder und die USA. Wir haben das erweitert mit der Dachregion und deshalb haben wir auch das Büro in Berlin eröffnet. Und dann sind wir in England mittlerweile auch drin. Wir expandieren, aber in einer kontrollierten Art und Weise. Wir haben Kunden in Südamerika, in Südafrika, aber keine Partner dort. Also all die weißen Punkte, das sind die Orte, wo wir Leute vor Ort haben. Und 1999 haben wir als reine CMS-Firma angefangen, zumindest in den ersten Jahren mit Sitecore zusammen. Wir waren völlig .NET-basiert, wir sind jetzt zu .NET Core gewechselt, haben also wie gesagt als CMS-Unternehmen angefangen, haben dann Marketing und Commerce dazu geführt. Wir sind also quasi mit den ersten Katalogkunden sind wir da migriert, weil die Katalogkunden uns gesagt haben, wir müssen auch im Web vertreten sein. Historisch kommen wir also wie gesagt aus Dänemark, aber die letzten 15, 17 Jahre sind wir jetzt ganz nah an Microsoft dran gewesen, haben uns auf die Dynamic ERP-Lösungen konzentriert. Wir haben dann vor 6 Jahren das BIM dazu hinzugefügt und dann sind wir ins Cloud- und Subscription-Business eingestiegen, also von Perpetual zu On-Site und dann von da aus zu Cloud. Vor 4 Jahren haben wir dann wirklich von null nochmal angefangen und haben unsere Swift-Components genutzt. Man kann also mit dem Visual Editor jetzt Websites schaffen, B2C-Shop, B2B-Shops und das ohne Codierwissen. Wie schon gesagt, wir haben uns mit dem Markt bewegt oder besser mit den Kundenanforderungen. Und wir sind jetzt auch in der Lage, da werden wir also auch nochmal ein Beispiel gleich zeigen, und zwar von einem Einzelhändler in Island. Das heißt, alles, was man im Backend machen kann, das können wir auch von unserem System aus ansteuern. Und das sieht so ein bisschen wie Pizzaschachteln aus, diese Komponenten. Du hast ja gesagt, man kann quasi jede Schachtel rausnehmen. Viele Kunden haben nur ein PIM, da hat es mit dem PIM angefangen. Und E-Commerce ist quasi einfach nur der Aufbau eines Frontend-Systems gewesen. Wenn ich beispielsweise mein eigenes CMS-System nutze und nicht ihres, ist das möglich? Ja, das können wir. Das geht. Auch völlig headless. Aus dem
aus der Verkaufsperspektive versuchen wir natürlich unseren Kunden zu sagen, dass es nicht geht, aber in der Realität ist es so, dass eben 9 von 10 Fällen das PIM-System nicht unseres ist. So viele Kunden verkaufen ja jetzt schon online, die haben ja deshalb schon ein PIM und dann machen wir eine Magenta-Lösung und ein Jahr später bauen wir dann also das, den E-Commerce-Plattform dazu. Das ist also im Prinzip, wir bauen nur das Frontend zu dem bestehenden Backend. Ja, genau, da spielt die Integration dann rein. Wir integrieren mit Print, um Kataloge machen zu können, mit Marktplätzen über Chanable, über solche Anbieter. Und eben um einen Omnichannel-Ansatz zu unterstützen, auch in einem B2B-Umfeld. Ja, genug zur Geschichte. Hier sind ein paar Beispiele aufgezeigt vor 6 Jahren, vor 5 Jahren, vor 4 Jahren. Das ist wirklich Dynamic Web. Sehr oft ist es natürlich komplexer, wenn man ein separates CMS oder ein separates PIM hat. Was heißt denn nun Composable Suite? Ist das denn nicht ein Widerspruch? Ja, das ist Marketingsprache. Die Pizzakartons, das sind Funktionalitäten um ein Thema herum, PIM, Commerce. Man kann die im Prinzip austauschen. Ich würde denken, dass die Beispiele, die wir mitgebracht haben, das vielleicht besser beantworten könnten. Und damit sind wir auch schon bei den Erfolgsgeschichten. Tricorp beispielsweise, das ist eine Firma in den Niederlanden, die machen hauptsächlich B2B und zwar Arbeitskleidung. Die haben eine Composable Architektur, denn die nutzen unser PIM nicht. Sie haben Parfum schon benutzt, bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Und deshalb haben wir also das gesamte Frontend geliefert und das Marketing CMS. Sie haben eine Uniconta-ERP-Lösung im Backend stehen und bedienen 6 oder 7 unterschiedliche Sprachen, um die Länder zu bedienen. Und ich als Arbeitnehmer kann mich also einloggen und dann wirklich personalisierten Polo bestellen, meine Arbeitskleidung, die eben nach meiner Firma gebrandet ist, dort bestellen. Ein weiteres Beispiel, das ist ein Projekt, was gerade eben erst angelaufen ist. Das ist ein anderer Kunde, die brauchten einen PIM und hatten über eine Composable Architektur mit einer anderen PIM-Lösung nachgedacht, aber am Ende des Tages haben sie gesagt, unsere Organisation ist einfach nicht groß genug, um eben eine Composable Architektur wirklich nutzen zu können. Wir brauchen lieber eine Suite, die uns jetzt Flexibilität bietet, aber wir brauchen eigentlich nur ein Knowledge Set im Hause vorhalten. Unsere Partner setzen jetzt gerade PIM um und in dieser PIM-Lösung managen wir die Masterdaten. Und weil da eben permanent neue Produktdaten reinfließen, wollen die Produktdaten jetzt ändern können, ohne dass die überschrieben werden, wenn also neue Daten in den Datenpool einfließen. Und dann wollen sie natürlich auch Commerce machen. Das ist ein Beispiel aus Island, S4S, ein großer Modeeinzelhändler. Da oben steht Schuhe und alles eben für den Sport, jede Menge Marken. Und deshalb mussten die ganz flexibles Frontend haben, damit sich die Kunden also, wie gesagt, durch alle Stores durchklicken können, aber wirklich nur einen Kassencheckout haben. Und da haben wir eben den Business Central Connector ans ERP-System geliefert, das Backend, CMS, und die haben ein ganz getrenntes Frontend, was sie selber entwickelt haben, nämlich im Haus. Und über die API wird das angebunden vom ERP. Wir schieben also einfach nur die Produkte da rein, die mit Funktionalitäten kommen, Add to Cart, über die verschiedenen Stores hinweg. Und sie nutzen unser Backend, aber haben ein völlig anderes Frontend.
Ja, das ist wirklich grundlegende Composable Architecture. Genau so muss eine flexible Lösung aussehen. Das sind nur ein paar Marken, die wir bedienen, wie wir schon gesagt, sehr skandinavisch und USA zentriert, aber auch Belissa und Haas, große Kunden in Deutschland, die unsere Suite nutzen. Ich denke, damit können wir dann auch zum letzten Chart kommen. Fragen? Gibt es Zweifel, Fragen, Herausforderungen für uns? Ja, Harry liebt Herausforderungen. Ja, wenn Sie nicht anfangen, dann lege ich los. Kennen Sie diese Situationen in Ihrem Bereich? Wo man PrintPim im Hintergrund hat und dann vor sowas steht, vor dieser Frage steht. Ja, ich höre hier schon die Kopfschmerzen förmlich. Nicht ein E-Commerce-Problem, sondern ein Problem, wo unser PIM-Anbieter. Also wir ein Problem hatten. Wir mussten nämlich unsere alte Version der Datenblätter mit der neuen Version vergleichen. Unser PIM-Anbieter hat dann versucht, sich da was auszudenken und was zu programmieren. Aber das war dann viel zu kostspielig und es hat am Ende auch nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Und dann haben wir eine relativ schlichte Lösung gefunden. Ich glaube, 150 Dollar Lizenzgebühr bezahlen wir pro Jahr. Das ist ja nix. Nein, das ist auch nix. Und die vergleicht einfach die alte Version mit der neuen Version. Man sagt, man klickt auf Compare, vergleichen und dann hat man sofort die Unterschiede. Und dann hat man also eine PDF mit all den Abweichungen. Und das war so einfach, dass wir uns dafür entschlossen haben. Aber wir mögen unser PIM-System immer noch. Das gefällt uns immer noch. Und wir nutzen dann auch die Modelle, die sie uns anbieten. Aber wir würden gerne bei anderen Dingen eben expandieren, einfach um den Rundumschlag zu bekommen. Und welches PIM-System nutzen Sie? Media Cockpit. Ah ja. Das ist ein deutscher. Also ein rein deutscher Anbieter. Aber wenn Sie Deutsch sprechen wollen, überhaupt kein Problem. Das ist ein Deutscher, den können Sie auch in Deutsch ansprechen. Es kommt immer auf die Situation an, ob ich mich für eine Suite entscheide oder eben einzelne Komponenten. Ja, genau. Es gibt nicht den Königsweg. Nein, richtig. Sehen Sie die Print Suite als composable an? Das ist vielleicht eine blöde Frage. Nein, das ist gar keine dumme Frage. Ich halte das sehr wohl für composable Architektur. Aus unserem PIM heraus, also von der Architektur her betrachtet, PIM ist die Single Source of Truth. Das sagen wir ja alle. Und daraus generieren wir Kanäle, die XML-basiert sind, auf der Grundlage der Daten, die man rausziehen will. Und das kann für einen Webshop andere Daten sein als für Print und für andere Lösungen. Und wir integrieren mit Print, um Kunden in die Lage zu versetzen, Easy Catalog zu nutzen und mit Adobe InDesign, um Kataloge zu erstellen. Denn sie wollen up-to-date Echtzeit-Produktdaten in dieser InDesign-Datei sehen. Und für unser Geschäft haben wir uns strategisch entschieden, Anbieter zu suchen, die eine Technologiepartnerschaft eingehen, anstatt also die Lösung selber zu bauen. Sie haben gesagt, Sie können das PIM mit dem Katalog verbinden, sodass ich. Okay? Ja, bei verschiedenen Lösungen haben wir verschiedene Anbieter. Wenn wir bei Print schauen, dann arbeiten wir mit Kisi Catalog, um eben Adobe InDesign zu füllen. Ja, wir haben also wie gesagt ein Problem, die Daten aus dem PIM rauszukriegen. Oh echt? Ja, dann benutzen Sie sich unseres. Nein, das sollte ein Witz sein. Aber nein, nein.
Wir sind nicht verheiratet mit Print. Wir wollen einfach unseren Kunden zeigen können, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Und die Print-Leute wissen das, dass wir also auch mit Easy Catalog Sachen zusammen machen. Es muss ja nicht nur Produkte sein, Dynamic Web, das können ja auch Handelsdaten sein, ja, abgebrochene Einkaufswagen beispielsweise. Die Geschichte von dem Kunden heute Morgen, der hat ja gesagt, das machen wir online. Wir haben alle Kundendaten drin und man kommt auf die Website und wir wissen genau, was sie sich anschauen, welche Produkte sie vorher schon in den Wagen gelegt haben und wenn eben der Einkaufswagen nicht konvertiert wird in eine Bestellung, dann kann man sogar ein persönliches E-Mail generieren, aber auch einen personalisierten Flyer schicken oder eine Postkarte, um nochmal nachzuhaken, da ja alle Daten vorliegen. Darf ich eine Frage stellen? Also wie gesagt, Sie haben ja die Mach Alliance erwähnt und ich arbeite als Partner der Mac Alliance. Und die Frage, die sich stellt, die Verfügbarkeit von Daten. Wenn wir beispielsweise PIM haben und eine Veränderung in Arkinio vornehmen, dann füttert Arkinio ja nicht die Webseite mit den Daten, sondern die Daten kommen ja eigentlich aus dem PIM. Ist das nicht eine Riesenverwirrung für den Kunden, wie der Datenfluss aussieht? Haben Sie irgendwie, also das ist jetzt eine Frage aus reiner Neugierigkeit, irgendwelche Informationen, um den Kunden zu zeigen, wie die Information an die Touchpoints fließt? Was wie angebunden ist, so dass es wie so ein Visualisierungstool für den Kunden, einfach um diese Konfusion auf Seiten des Kunden einzudämmen. Was brauche ich jetzt? Was fehlt mir noch? Nein, ein Visualisierungstool habe ich nicht. Aber was wir immer machen, wir machen eine Demo und wir sagen, guck mal, das sind die Produktdaten, die haben sie gespeichert und die Produktdaten werden automatisch auf die Kanäle ausgespielt, wo dieses Produkt mit verbunden ist. Wenn das ein Shop ist, dann ist das am Frontend sofort verfügbar. Wenn das eine Datei von Adobe InDesign ist, wenn man dann also die Adobe-Datei öffnet und Update klickt, dann hat man also diese Produktdaten auch automatisch im Katalog. Ja, aber ein Visualisierungstool oder eine UI habe ich nicht, um den Kunden das zeigen zu können. Das ist ja normalerweise nicht im PIM selber drin. Ja, genau. Das ist genau das, was wir mit den Kunden ja oftmals diskutieren, weil sie nicht wirklich sehen können, wo ihre Information langläuft, wie sie sich bewegt. Ja. Verlassen Sie sich auf Ihre Microservices. Gibt es weitere Fragen jetzt noch oder Bemerkungen? Ich glaube, toll. Eine Minute. Super Timing. Noch eine Minute? Ja, super, fantastisch. Ja, danke, dass Sie dabei waren. You're welcome. Thank you. Thanks for being here.